Hallo, hey, liebe Leute, mein Name ist Kasio88 und ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Retro-Freitag. Wie ihr seht, spiele ich heute das sehr düstere und brutale Spiel Nightmare Creatures 2. Und hier sind wir schon im richtig kreativ gestalteten Hauptmenü. Es ist ein großer Spaß. Tja, wie komme ich darauf, Nightmare Creatures 2 zu zocken? Ich habe dieses Spiel damals zur PS1-Zeit gar nicht gehabt. Ich hatte es aber schon ewig auf dem Zettel, weil ich mal in der damaligen PlayStation Zone, in dem PlayStation Magazin, einen Test gelesen habe. Und das hat mich einfach sehr angesprochen, weil das ganze Spiel halt sehr düster ist und eine ziemlich kranke Atmosphäre hat. Und was dann jetzt ganz witzig war, vor wenigen Tagen habe ich, als ich beschlossen habe, dieses Spiel für den Retro-Freitag auszuwählen, wurde doch tatsächlich ein neues Nightmare Creatures angekündigt. Da dachte ich mir, okay, jetzt bringst du das im Retro-Freitag. Deswegen schauen wir uns das Spiel mal an. Ich gehe jetzt hier übrigens nur deshalb ein bisschen im Menü hin und her, weil sonst hier der Demo-Modus startet. Das ist ja bei den alten PS1-Spielen üblich, dass das oftmals dann nach kurzer Zeit eine Demo startet. Aber na gut. Starten wir mal dieses sehr brutale und kranke Spiel. Aber es hat auch noch mehr zu bieten als einfach nur Gewalt und Düsternis. Die Atmosphäre ist toll und es macht einfach Spaß, sich durch diese düsteren Levels mit unserem sehr kranken Charakter zu metzeln. Aber naja, starten wir mal das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß mit Nightmare Creatures 2. It was during the cursed year of 1934 that Crowley, the mad sorcerer, returned. Risen from the dead, he was determined to plunge the world into a new age of darkness. The Circle, that secret society I was a member of before being tortured by Crowley, was under siege. Hordes of infernal denizens, unleashed by Crowley to destroy his adversaries. Rachel, my ally who supported me throughout my madness, was in danger. I had stayed too long in my cell, my lair, tormented by inner demons. But I could lament no longer. She needed me. My nightmare was just about to begin. Tja, Leute, ne? So ist das, ne? Man sitzt in seiner Gummizelle, man hört komische Geräusche und dann greift man erstmal zur Axt. Ach ja, ich muss kurz was einstellen. So, ich will das Spiel nämlich mit einem Analogstick zocken. Ja, das Original Nightmare Creatures habe ich nie gespielt. Ich habe immer nur von Teil 2 gehört und habe es gespielt. Ich habe das, wie gesagt, sehr spät bekommen. Da gab es schon die PS3. Ich bin dann mal irgendwie auf eBay, glaube ich, auf dieses Spiel gestoßen und habe es dann ziemlich lange auf der PS3 gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider ist ja die Abwärtskompatibilität auf der PS3 nicht die allerbeste oder man weiß halt nie so genau, wie gut ein Spiel funktioniert. Und so kam es dann, dass ich ungefähr 6 bis 8 Stunden im Spiel schon drin war. Und dann war ich in einem Level, in dem es einfach nicht mehr weiterging, wegen eines Bugs. Und da konnte ich auch so viel neu laden und neu spielen, wie ich wollte, und es ging nicht mehr. Das war schade. Da hatte ich dann erstmal keine Lust mehr. Also habe ich es bisher nie durchgespielt, aber ich bin ziemlich weit gekommen. Das Spiel ist auch verdammt schwer, aber jetzt wollen wir aus unserer Zelle ausbrechen und uns den ersten Gegnern stellen. Na dann. Ein erster Untoter. Dann komm mal her, Freundchen. Das Kampfsystem von Nightmare Creatures 2 ist relativ hektisch, aber es macht trotzdem Spaß. Man muss rechtzeitig abwehren, denn sonst wird man gebissen. Deswegen immer das Blocken nicht vergessen. Da! Dann passiert genau das. Verdammt.
Ich habe bei diesem Spiel übrigens stets rumgecheatet, aber nur insofern, dass ich mir ein unendlich Continuous besorgt habe, weil sonst hat man nur 5. Und das ist ein bisschen wenig. So, Fatality. Batsch. Ja, man sieht es schon. Das Spiel hat für PS1-Verhältnisse eine ziemlich heftige Gewaltdarstellung. Kommt nicht ganz, glaube ich, an Resident Evil 2 und 3 ran, aber da fliegen schon einige Körperteile durch die Gegend. Na gut. Wir müssen jetzt erstmal hier aus unserem Gefängnis ausbrechen und gucken, was hier eigentlich Sache ist. Wir müssen unsere Begleitung oder unsere Kollegin Rachel retten. So, ich habe eben leider ein bisschen Schaden genommen, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss das nächste Mal besser blocken. Ja, ja. Heftige Monster. Das Monster-Design fand ich eigentlich immer ziemlich cool. In Nightmare Creatures 2. Blocken. Na komm, komm her. Verdammt. Die ist ganz schön stark. Komm schon. Oh, ein Fatality. Oh. Jetzt habe ich sie getötet, bevor ich den Fatality ausgelöst habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man musste 2 Tasten irgendwie gleichzeitig drücken. Aber egal, ich habe trotzdem gesiegt. Aber besonders erfolgreich war ich nicht. Tja, upsala. Ah, etwas Lebensenergie. Sehr schön. Springen wir hier mal rüber. Und gehen weiter. Ich darf übrigens nicht vergessen, in der Post-Production die Helligkeit draufzustellen, denn das Spiel ist verdammt düster. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Aber Moment. Vielleicht kann ich das ja auch mal hier in den Optionen machen. Nee. Okay, ich sehe gerade, ich kann die Helligkeit nicht hochstellen, also muss ich das einfach in der Post-Production machen, aber das ist ja kein Problem. Ja, nee, das Spiel hat einfach so einen herrlich düsteren und subtilen Soundtrack, der diese Irrenanstaltsatmosphäre hervorragend unterstützt. Ich habe das immer sehr genossen und jetzt genieße ich es auch gerade wieder ungemein. Ne? So. Dann schwimmen wir mal. So. Und wieder an Land. Wo geht's weiter? Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr Nightmare Creatures kennt, ob ihr es mögt und ob ihr euch über die Neuankündigung des neuen Nightmare Creatures-Spiels freut. Nee. Wie war das nochmal? Ah ja, einfach so. An der richtigen Stelle Viereck drücken und dann springt unser Charakter hoch. Hier noch ein bisschen Gesundheit. Und da gibt es noch ein Bonus-Item. Wie schaltet man nochmal durch? Ich weiß gar nicht. Ah ja, genau, Dreieck war treten, Kreis war abwehren, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie schaltet man um, aber ich weiß gerade nicht wie. Naja, ich glaube es geht erst im Kampfmodus. Da. Schon wieder einer von der Sorte. Ah ja, genau. Hier, das konnte man machen. Und tot. Den müssen wir jetzt aber so erledigen. Abwehren.
Verdammt, er hat mich. Und das Blut spritzt in Strömen. Na komm. Fatality. Batsch. Und da sieht man jetzt auch gleich, dass da auch die, die Körperteile abgetrennt werden. Ja, ja. Aus heutiger Sicht ist das alles natürlich sehr niedlich, aber damals, da war das schon ziemlich deftig. Das Spiel ist zu Recht ab 18 freigegeben und ich glaube, war es indiziert? Ist es möglicherweise sogar immer noch indiziert? Ich weiß es gar nicht, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Grafisch ist das Spiel für PS1-Verhältnisse okay, würde ich sagen. Die Texturen sind teilweise vielleicht ein bisschen grob und die Sichtweite ist nicht besonders hoch. Aber die düstere Atmosphäre kommt hervorragend zur Geltung. Schockschwere Not. Nein, er hat mich. Verdammt. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich gleich hier tot umkippe. Vorsichtig jetzt. Viel Energie habe ich nicht mehr. Fatality. Zack. Genau, lass deinen Aggressionen freien Lauf. An diesem doofen Gegner, der mich verdammt doll verletzt hat. Was mir besonders an diesem Spiel gefällt, sind die Animationen des Hauptcharakters. Wenn er ein Türschloss öffnet oder manchmal ein Brecheisen oder so benutzen muss, dann legt er manchmal seine Axt zur Seite. Das haben sie ganz cool gemacht. So. Hier wollen wir rein. Hoffentlich werden wir hier nicht überrascht. Gibt's hier noch irgendwas? Leider keine Gesundheit. Ich sehe jedenfalls nichts. Na dann. Genau, rein in den Müllschacht. Ah ja. Da gibt's noch ein bisschen Gesundheit für uns. Da oben grunzt ein Zombie vor sich hin. Da können wir hin. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt hin müssen. Ich werde mal zunächst unten lang gehen. In diesen Gang und mal schauen, wo uns das hinführt. Ah ja. Eine verschlossene Tür. Dann haben wir keine Wahl. Wir müssen nach da oben. So dann, Kumpel. Komm her. Toll. Bin ich mal direkt reingelaufen. So ein Arsch. Komm schon. Jetzt hab ich dich. Komm schon. Jack. Sterb, scheiß Vieh. Aber jetzt bin ich schon wieder fast tot. Ich sage, das Spiel ist ganz schön schwer. Man muss echt gut abwehren, sonst hat man auf Dauer keine Chance. Genau, so eine Nagelschere. Da kann es manchmal vorkommen, dass unser Hauptcharakter die Axt zur Seite legt. Und das finde ich ziemlich cool gemacht.
Oh, nein. Das ist echt gefährlich hier. Ich muss aufpassen. Jetzt wirklich immer nur so ein, zwei Schläge abgeben und dann nach abwehren. Sonst habe ich kein... Oh, nein. Kann ich vielleicht mal... Nee, kann ich nicht kriegen, das Item. Komm schon, komm schon. Oh, Glück gehabt. Tja, das Item, da wird mir im nächsten Kampf das Leben retten, aber ich brauche dringend Energie, sonst sieht es schon wieder schlecht aus. Ich weiß gar nicht, wo hier ein Checkpoint ist. An welchen Stellen das Spiel speichert, da habe ich keine Ahnung. Oder muss ich manuell speichern? Das muss ich erstmal gucken. Nee, es gibt Checkpoints irgendwie in irgendeiner Form. Ach ja, hier, das waren Speicherpunkte. Dann kommt er gerade rechtzeitig. Für den Fall, dass ich sterbe, sodass ich nicht alles von vorne beginnen muss. So, genau, jetzt legt er die Axt schön ab. Und öffnet sich den Weg. So, komm her, Freundchen. Und? Das war ein leichter Sieg. Zack. Zombie-Gulasch. Ist auch lustig, wie man mit der Umgebung interagieren kann und trotzdem ist man ganz plötzlich dann... steht man plötzlich oben drauf. Oh oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Da kommt ein ziemlich, ziemlich großes Vieh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das war's. Weiterspielen, da seht ihr es, 5. Man hat nur 5 Continues, das ist echt ganz schön wenig. Deswegen, das ist das Einzige, was ich immer gemacht habe. Ich habe halt mir unendlich Continues ercheatet. Aber ich hoffe mal, dass ich das dieses Mal in dieser einen Stunde nicht brauche. So, na dann. Versuchen wir es nochmal, jetzt habe ich zumindest wieder volle Energie. Komm her, du Scheißvieh. Ja, toll. Das war jetzt doof. Ja, ach scheiße, bin schon wieder fast tot. Komm schon, Vitality. Na gut. Jetzt habe ich es gerade wieder irgendwie verpasst. Und ich bin schon wieder fast tot. Das ist nicht gut. Man darf echt nicht vergessen, in diesem Spiel zu blocken. Aber ich finde, das Blocken ist manchmal gar nicht so einfach vom Timing her. Deswegen, der Schwierigkeitsgrad ist hoch. Oh, noch ein Vieh. Und da bin ich tot. Vielleicht sollte ich dir nachher doch nochmal den Cheat eingeben. Den müsste ich dann zwar erst raussuchen, aber dann würde ich eben einen kleinen Cut machen. Aber nee, das Spiel macht Spaß. Wie gefällt es euch denn? Schreibt es mir. Technisch sieht man hier so ein bisschen die Beschränkung. Wenn man nur wenige Meter von einer Wand weg ist, dann werden die Texturdetails ein bisschen unschärfer. Nur wenn du ganz nah rangehst, schaltet es eine Stufe schärfer. Also muss ich jetzt einfach besser blocken, sonst habe ich keine Chance gegen dieses Vieh.
natürlich. Lock in. Ich glaube, das Vieh schlägt zum Glück nicht so oft zu. Voll ruhig. Ich zeig's dir, du Arschloch. Platsch! Etwas unspektakulär, aber trotzdem effektiv. Bei der muss ich aufpassen. Diese Frau schlägt deutlich öfter zu, dieses weibliche Monster, Wesen, Zombie-Vieh, was auch immer. Da gibt's mal eine schöne gepflegte Kopfnuss als Finisher. Ist hier noch irgendwas drin? Wahrscheinlich ziemlich schmutziges Wasser, aber sonst nichts. Fein. Ah ja, das wird mir noch mal wieder beim nächsten Kampf weiterhelfen. Und ein weiterer Speicherpunkt. Musste aber auch sein, also das waren ja nun eben drei relativ harte Gegner. Und diese Musik. Das erinnert fast ein bisschen an Silent Hill, also jetzt ist es nicht direkt identisch, aber so die Art und Weise, dass das nicht richtige Musik ist, sondern eher so unterschwängliche atmosphärische Klänge. Das gefällt mir sehr gut. Oh. Hilfe! Das Vieh werde ich aber nicht mit dieser Spezialtechnik besiegen. Das hebe ich mir lieber für die großen Brocken auf. Aber so ist halt eigentlich jeder Kampf eine Herausforderung. Wenn man einfach nur draufprügelt, Buttonmashing macht, ne, dann wird man sterben. Und zwar sowas von. Platsch! Weg mit dem Schädel. So, was erwartet uns denn hier unten? Ah, da geht's weiter. Da ist noch Energie, sehr schön. Und dann will ich mal nochmal nach oben gucken, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Aber vielleicht ist hier auch nur ein optionaler Weg. Vielleicht führt uns der Hauptweg nach oben. Das werden wir bald wissen. So ganz weiß ich nicht mehr alles, wie es war. Na? Oh Gott, hat mich erschreckt. Stirb. So, tot. Ah ja, ah, hier gibt's was Schönes. Nochmal eine weitere Spezialfähigkeit. Ach ja, hier sind Schlüssel, den brauchen wir. Und etwas Energie, also mussten wir auf jeden Fall hier lang. Dann war es ja gut, dass wir hier lang gegangen sind. Sonst hätten wir uns irgendwann früher oder später die Nase gestoßen an einer Tür. Na dann. Öffne mal schön. Na ja, shit. Das habe ich versaut. Und Gedärme fliegen. So, den hätten wir. Da ist nichts, da ist auch nichts. Oh, wie geil ist das denn, ey? Cool. Das war doch mal ein schneller Sieg, ne? Thank you.
ist nichts drin. Oh, wir haben ein neues Vieh. Na, dann komm mal her. Oh, oh, gleich zwei auf einmal. Bäh, fies ist das denn? Shit, 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 shit. Ich bin gleich tot. Komm schon, komm schon. Und stirb! Aber da ist noch eins. Shit, 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 shit. Oh, und wieder tot. Und da gehen die Continues dahin, ne? Mann, oh Mann. Ja. Bin ich erstmal schön in die Animation reingelaufen hier. Blödes Scheiß. Jetzt wirst du sterben. Ganz wichtig. Oh Mann. Man stirbt in diesem Spiel echt im Akkord. Puh. So, das wär's. Ah ja, da ist wieder diese überaus nützliche Vereisungstechnik. Ah, gegen die werde ich das nicht benutzen. Oh Mann. Komm schon. Komm schon, Mann. Sterb doch endlich, Scheißvieh. Aus heutiger Sicht fällt noch mehr auf, dass die Kampfsteuerung nicht so die beste ist. Aber wenn man sich damit anfreunden kann, dann dürfte man mit dem Spiel Spaß haben. Oh, nee. Sag jetzt nicht, ich bin schon wieder gleich tot hier. Oh, oh. Oh, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Das Spiel ist schwer. Das nervt mich aber keineswegs so sehr wie bei Castlevania oder so. Ich finde das irgendwie nicht unfair. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das empfindet. Empfindet ihr das als unfair oder nicht? Hey, wo ist mein Power-Up? Mein Item? Es ist weg. Wie fies ist das denn? Das finde ich ja jetzt echt scheiße. Das muss irgendwie ein Bug gewesen sein. Da muss ich mich ja richtig anstrengen. Sterb, Mann. Aber das ist seltsam. Wieso ist das Power-Up weg? Ich hätte es doch mitgenommen, oder? Ich weiß auch nicht. So. Hier geht's weiter. Wo lauert der nächste Feind? Und wo gibt's noch ein Item für mich? Oh oh. Was ist denn das für ein Vieh? Das haben wir schon im Intro gesehen.
Gleich zwei auf einmal von denen. Vielleicht kommt man durch Ausweichen hier doch ein bisschen weiter als durch einfaches Blocken. Oder auch nicht. Aber es kann einem schon helfen. Komm schon. Der erste ist hinüber. Der musste auch schon ein bisschen was einstecken an Schaden. Und zack, du bist auch tot. Ich hoffe, dass bald mal wieder ein Speicherpunkt kommt. Mir gehen die Continues aus. Das ist echt nicht gut. Deswegen Respekt an all diejenigen, die das Spiel ohne Cheaterei durchgespielt haben. Okay, da ist das Vieh verschwunden. Dann wird da oben wahrscheinlich noch... ja, ein Speicherpunkt sein und etwas Lebensenergie. Sehr schön. Ein Power-Up war mir auch schön. Wäre mir auch recht. Wäre mir auch schön, lol. Komme ich da oben eigentlich ran? Ist da irgendwas? Nein. Und weiter geht's, Leute. Und wieder einer von der Sorte. Übrigens konnte man irgendwie noch Kombos machen, aber ich weiß echt nicht mehr wie. Der hatte einige vernichtende Kombos drauf, mit denen er den Gegnern schon vor dem Fatality einige Gliedmaßen abtrennen konnte. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wie man die auslöst. Ja, natürlich erwischt er mich nochmal, bevor ich den Fatality machen kann. Ja. Finish him. So, ist hier noch irgendwas? Genau, alles umschmeißen. Und ich bin gerade rückwärts gelaufen, habe ich gesehen. Interessant. Ah ja, hier ist noch Gesundheit für mich. Da ist nichts. Ist da noch irgendwas? Schlagen wir sicherheitshalber alles kaputt. Energie und noch ein Speicherpunkt. Das nutze ich gleich mal aus. Das gefällt mir nicht. Wann kommt dieses große Vieh auf uns zu? Guck erstmal hier hinten in dieser Kantine, wenn ich das richtig sehe, oder ein Essensraum. Oh. Huhu. Brauchst du einen Pfefferminz? Du hast bestimmt schlechten Atem. Ah, shit. Nee, das Vieh kann man nicht mal eben so wegtreten, das ist zu stark.
Oh Gott, ey. Geht's noch? Komm schon. Ich krieg dich. Ja, brüll doch nur. Es gibt mir nur eine weitere Gelegenheit zuzuschlagen. Dummes Vieh. Jetzt bist du dran. Ja. Mitten ins Herz. Hier ist nichts. Nur ein bisschen... Nee, aber da geht's durch. Dann... Nee, hier brauche ich einen Schlüssel für. Also muss ich erstmal unten weiter. Dann ist es ja ganz gut, dass ich dieses Vieh hier schon mal erledigt habe. Hui. So. Ne? Ja, genau. So. Das Essen hat nicht geschmeckt, deswegen, ne? Schmeißen wir alles durcheinander. So. Weiter geht's. Oh oh, nicht die Viecher. Die sind da schön am Kauen. Jetzt haben sie aber Appetit auf lebendiges Fleisch. Dann verteidigen wir uns mal. Kommt schon. Komm, 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 komm. Boom, du bist tot, du Scheißvieh. Zack. Und jetzt bist du dran. Zack. Und schön, zack. Tot. Ist da was drin für uns? Ja, wieder eine schöne Waffe. Ich glaube, die war auch sehr lustig. Die werde ich euch sicherlich bald demonstrieren können. Ah, deswegen. Die haben den Schlüssel bewacht, diese blöden Scheißviecher. Und ein bisschen Lebensenergie gibt es auch noch für uns. Ist hier noch was drin? Nee. Nur, ja, Maden. Ziemlich große Maden. Eklig. Da kommen wir auch nicht rein. Da müssen wir jetzt wohl oder übel zur Tür zurück, um den Schlüssel einzusetzen. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch ein Gegner auf uns wartet. Eigentlich haben wir schon alle aus dem Weg geräumt. Eigentlich. So. Die blöde Kuh. Ach ja, dann kann ich euch jetzt mal das zeigen. Da fliegt der Kopf weg. Ist also auch ideal, glaube ich, gegen mehrere Gegner, wenn die in der Nähe sind. Ach du Scheiße. Gleich zwei von denen. Das kann ja was werden. Können die beide gleichzeitig angreifen? Ich hoffe nicht, das wäre ja sonst ganz schön unfair. Da man sich immer nur auf ein gegnerisches Heil konzentrieren kann. Da das Vieh ja größtenteils lieber am Brüllen ist, anstatt mich anzugreifen, habe ich hier ziemlich leichtes Spiel. Obwohl die für sich genommen schon ziemlich stark sind.
Jetzt bist du dran. Scheißvieh. Ja, du kommst auch noch dran. Aber das Vieh kann auch abwehren, deswegen muss ich aufpassen. Naja, scheiße. Manchmal reagiert die Steuerung etwas träge, muss ich sagen. Ist halt schon ziemlich alt. Aber ist vielleicht auch einfach eine Schwäche des Spiels, denn also ich kann mich an einige PS1-Spiele erinnern, die nicht so eine träge Steuerung hatten. Das ist vielleicht auch noch ein Kritikpunkt aus heutiger Sicht. Und auch schon aus damaliger Sicht. Trotzdem, trotz des Schwierigkeitsgrades und so weiter, habe ich das Spiel immer sehr genossen. Ein Schlüssel, aber leider keine Energie. Ich brauche Lebensenergie. Nee. Shit, 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 shit. Jetzt muss ich echt aufpassen. Komm schon. Die greift mehrmals an. Und Head. Nut. Kopfnuss. Und Energie. Wenn auch nicht gerade viel, aber ein bisschen zumindest. Durch die Tür. Oh, da ist das große Vieh. Ach du Scheiße. Erstmal kommt das Vieh. Ja, natürlich. Muss erstmal ganz groß sagen, hier bin ich, indem es uns hochhebt und durch die Gegend wirft. Komm schon. Gleich habe ich dich. Und tschüss. So. Ein bisschen Energie wäre jetzt nicht schlecht. Sonst sieht's etwas duster aus. Da ist alles versperrt. Da geht's weiter. Geht's auf der anderen Seite auch nochmal weiter? Auch noch weiter? Da muss ich gleich mal gucken. Ah ja. Energie. So dass ich gerade über die Runden komme. Auf einmal. Komm her. Ah, shit, jetzt hat er mich wieder. Einen Moment nicht aufgepasst und schon ist alles vorbei. Zack. Ich hoffe, ich habe den anderen auch schon ein bisschen erwischt nebenbei. Naja, ein bisschen. Den einen... Oh, Mann. Nein, verdammt nochmal. Den einen oder anderen Schlag hat er bekommen, aber mir auch nicht. Komm schon.
Ich auch noch. Zack. So. Energie bitte. Es ist schon wieder alles im roten Bereich hier. Hier ist leider nirgendwo was versteckt, glaube ich. Ich könnte aber dringend was gebrauchen. Jumpscare. Verdammt. Das hat mich jetzt echt erschreckt. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Nein! Oh, shit. Tot. Das war's mit den Continues. Vor allem, wo spiele ich jetzt weiter? Ich hoffe, dass ich nicht so viele Gegner nochmal plätten muss. Das wäre doof. Das werde ich gleich wissen. Zumindest habe ich wieder volle Energie, also das geht schon. Das wird nämlich knapp, ne? Ich habe noch ungefähr so 10 Minuten, etwas mehr. Und die Continues sind alle weg, also... Vielleicht reichen die doch nicht für die ganze Stunde, aber mal gucken. Das war ein schöner Schockmoment. Also, aber auch wenn ich jetzt volle Energie habe, darf ich nicht leichtsinnig werden. Ich muss aufpassen. Ah, Mann! So. Ruhe. Ruhe im Schiff hier. Ruhe in der Irrenanstalt, wie auch immer. Nee, in diesen Schränken ist nichts drin, oder was auch immer das sein soll. Ganz schön gruselig, ne? Wie sie da so um die hervorkommt hinter ihrer Ecke und dann wieder zurückgeht. Oh Gott, ey. Ich wollte eine Combo anwenden, aber es bringt nichts. Man muss blocken, sonst jetzt boom, Kopfnuss. Dummes Vieh hier. Da ist eine verschlossene Tür, aber wir können sie hier direkt öffnen. Ich denke mal, hier in diesen Schränken ist nichts mehr. Nee. Also gehen wir einfach weiter. Ah ja. Ein Zombie sagt guten Tag. Komm her. Trau dich, du Scheißvieh. Oh. Den habe ich sogar so getötet. Ohne Fertility. Ist da noch irgendwas? Ja, ein Geheimgang. Und da kann man sogar speichern. Oder obwohl, da soll es sogar, glaube ich, weitergehen. Dann speichere ich mal schnell. Selbst wenn ich dann kein Continuum mehr habe, so kann ich zumindest von dem Speicherpunkt aus weitermachen.
Aber die Speicherpunkte können teilweise ganz schön weit auseinander liegen, deswegen habe ich diesen einen Cheat, den ich angewandt habe, halt immer für vertretbar gehalten. Nee, da geht's nicht weiter. Also war das gar nicht der versteckte Weg, sondern der offizielle Weg. Dann ab nach oben. Und es stürmt und gewittert ununterbrochen hier draußen. Sehen. Scheiß Vieh. Ich glaube, da habe ich gerade sowas ähnliches wie der Combo gemacht. Und tschüss. Da geht's nicht rein. Oder vielleicht erst später. Ah ja, hier möchte ich mal reingehen. Da gibt es sicherlich etwas für mich. Und zwar wieder diese tolle Technik. Die Gegner sofort plättet. Ich hoffe, die kann ich dann irgendwann mal gegen zwei Gegner einsetzen. Ist hier sonst noch was versteckt? Nö. Ah, aber hier. Ein Geheimgang. Und der führt mich zu einer weiteren... Nee, das ist ein Schlüssel. Oh Gott. Egal. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit der rumzuschlagen. Also so soll sie kapieren. Geil. Schöne Schockeffekte. Ich bin jetzt schon wieder fast tot, also das ist... Muss ich gut aufpassen. Ah, nein. Ich versuche mir diese Kombos hinzukriegen, aber es geht einfach nicht. Komm schon. Oh, gerade noch so rechtzeitig hier. Ich bin fast tot. Fast. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein bisschen Energie. Nee, da gehe ich nicht lang. Ja, hier, ne? Hier gibt's Energie. Ah, was ist denn in diesen einzelnen Zellen drin? Yes. Energie. Beziehungsweise also halt eine besondere Kampftechnik. Stirb. Scheiß Vieh. Anlauf nehmen und treten. Und er erwischt mich wieder, verdammt, jedes Mal. Zack. Manchmal kommt man mit Button-Mashing doch so ein bisschen weiter, wenn man halt einige der Techniken drauf hat, aber ich kenne sie halt nicht. So, ist hier noch was drin für mich? Ja, Energie. Und was ist in der mittleren Zelle? Hm, nichts. Ja, es ist jedes Mal so, ne? Immer wenn man eins dieser Power-Ups bekommt, dann braucht man die auch fast jedes Mal sofort. So. Da kann ich speichern. Ach, hey, was ist das denn?
sieht mir sehr nach einem Folterinstrument aus. Seht ihr das? Diese Spinnen, die da rumkrabbeln, diese Käfer? Bäh. Ganz schön widerlich gemacht hier, diese Gegend. Da führt wieder ein Weg vorbei. Aber ich glaube, dass das ein Geheimgang ist. Vielleicht. Oder ist es wieder der richtige Weg? Ach du Scheiße. Gruselig. Tja, na dann. Tja. Da haben wir den mal ein bisschen gegrillt. Aber als Belohnung gab es ein bisschen Energie. Ja, das Spiel ist ziemlich gemein. Und hier gibt es nochmal ein Power-Up für uns. Es läuft, Leute, es läuft. Scheiße. So, kurzen Prozess hier. Brenne. So, und jetzt geht's hier weiter, denke ich mal. Scheiße. Unheimliches Vieh hier. Na, komm her. Zack. Und tot. Jetzt kann ich es hier mal zeigen. Das ist zwar etwas pixelig, aber jemand sieht es hier. Das Vieh hat frisches Gehirn gefressen. Sonst ist hier nichts. Oh Mann. Ausgeschlafen? Gleich zwei von denen. Jetzt versuche ich mal alles hier. Komm schon. Irgendwie mache ich so gar keinen Schaden. Zack. Und jetzt du. Zack, da war sie wieder, eine Combo. Tja, Leute. Und das soll es dann gewesen sein für den Retro-Freitag. Das war Nightmare Creatures 2. Ein richtig tolles, gruseliges Action-Adventure. Steuerungstechnisch ein bisschen problematisch. Gerade aus heutiger Sicht, da muss man viel Geduld mitbringen, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Aber ich denke, das ist auch heutzutage noch eine Runde wert, wenn man solche atmosphärischen Action-Adventures mag. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel und auch zur kürzlich erfolgten Nightmare Creatures Ankündigung für aktuelle Konsolen und den PC in die Kommentare, und wir sehen uns in der nächsten Woche beim Retro-Freitag. Mein Name ist Kazuya88 und bis dahin.